Hallo im deutschen Gesundheitsportal. Die Studien dieser Woche zur Psoriasis oder Schuppenflechte drehten sich mehr um Wirkstoffe bei der Psoriasis-Arthritis, also einer Schuppenflechte mit Gelenkbeteiligung. Dabei ging es in der ersten Studie um kortisonähnliche Wirkstoffe. Die sogenannten Corticosteroide, das umfasst ist eine Gruppe von etwa 50 Hormonen, die in unserem Körper vorkommen und die man eben auch als entzündungshemmende Medikamente einsetzen kann. Dabei hat eine Untersuchung sich etwas stärker konzentriert auf Patienten mit Psoriasis-Arthritis und Morbus Bechterew und verglichen, wie gut Corticosteroide bei denen funktionierten. Morbus Bechterew ist deswegen interessant, weil das eine andere rheumatische oder eine Erkrankung aus dem rheumatischen Formenkreis ist, die der Psoriasis-Arthritis sehr ähnlich ist. Aber in dem Fall ist dann keine Hautbeteiligung dabei, also keine Schuppenflechte. Und in dieser Studie stellte sich tatsächlich heraus, dass die Corticosteroide bei der Psoriasis-Arthritis tatsächlich effektiver waren als bei Morbus Bechterew. Ist also tatsächlich eine gute Wirkstoffgruppe für diese besondere Form der Erkrankung. Die zweite Untersuchung schaute sich den Wirkstoff Apremilast an. Der ist seit knapp 4 Jahren zugelassen zur Basistherapie bei Psoriasis und Psoriasis-Arthritis. Ist also für beide Varianten sozusagen zugelassen. Und jetzt konnte man auch vergleichen, wie die Langzeitbehandlung funktioniert. Und dabei zeigte sich, dass bei Psoriasis-Arthritis Apremilast tatsächlich ganz gut wirkt, auch im Langzeitvergleich wirksam und gut verträglich ist. Dabei ganz interessant, das Mittel wird anders als viele andere Basistherapeutika nicht gespritzt, sondern als Tablette genommen. Weitere Details können Sie wie immer im Deutschen Gesundheitsportal nachlesen.